Let's do it then. Good evening, guys. If we can take questions, please, for Vinny first. And if we can wait for the question and the answer to be translated by my colleague on the end there. And then we'll take questions for Pep further in. Okay, also wir fangen mit der Pressekonferenz an. Bitte zunächst die Fragen an den Spieler mit den Company und dann an den Trainer. Dankeschön. A show of hands so I can see where the microphone's going, please. Good afternoon, Vincent. You're no stranger to the Champions League, but you sit there as a captain of a side that could perhaps win this Champions League this season, do you think? Yeah, I don't really make a distinction at the moment between Champions League, Premier League, FA Cup, League Cup. Can we win the next game? Yes, we have to. And I wanted, you know, to continue that way all the way to the end, you know. A balance between not underestimating the weaker teams and not overestimating the stronger teams. Gut, also die Frage jetzt an Vincent Kompany. Champions League, Sie als Kapitän der Mannschaft. Was glauben Sie, kann das Team Manchester City die Champions League gewinnen? Die Antwort daraufhin, ja, also man kann schon sagen, dass ich mache keinen Unterschied zwischen den einzelnen Wettbewerben, ob es jetzt die Champions League ist, ob es die Premier League ist, ob es FA Cup ist und so weiter und so fort. Da machen wir keine Unterschiede. Können wir das nächste Spiel gewinnen? Ja, das können wir und so denken wir bis zum Ende. Und ja, wichtig ist einfach, die richtige Balance zu finden. Man darf die schwächeren Teams nicht unterschätzen und die starken auch nicht überschätzen. Just in there, please, to Stuart. Hi, Vinny. Would it be fair to say, in years gone past, that City have had a little bit of an inferiority complex in the Champions League? And if so, do you think you've overcome that now? I wouldn't call it inferiority complex, but lack of experience for sure. We seem to, you know, we've been caught out a few times and on occasions that we shouldn't have. But I think things have changed now. If there is a year, if there is a time, if there is a moment now where the club is ready to feel at home in the competition, then it's now. And I'm not going to say it's a matter of time because some teams never win it. But if every year we're able to go with the same confidence in this competition, then if not this year, if not the year after that, eventually we'll. We'll get there. I'm sure of it. Gut, also die Frage war jetzt, ja, kann man denn schon mal sagen, in der Vergangenheit hat Manchester City ein bisschen Probleme gehabt, auch in der Champions League, aber diesen Komplex, hat die Mannschaft diesen Komplex vielleicht auch abgelegt jetzt in dieser neuen Saison? Die Antwort daraufhin, ja, in der Vergangenheit hat uns einfach vielleicht ein bisschen die Erfahrung gefehlt. Wir haben auch die Chancen gehabt, haben sie einfach nicht genutzt. Und es haben sich aber seitdem auch ein paar Sachen geändert, muss man sagen. Man kann sagen, dass der Moment jetzt ist, der könnte jetzt sein, dass man sich in dem Wettbewerb auch zu Hause fühlt, dass wir uns da wohlfühlen in der Champions League. Und ich glaube, dieser Moment ist einfach jetzt auch gekommen. Man könnte jetzt auf den Zeitfaktor gehen, aber wenn man sieht, dass andere Mannschaften auch stark gespielt haben oder starke Leistungen gezeigt haben und trotzdem die Champions League nicht gewonnen hat, können wir hier sagen, dass der Zeitfaktor keine große Rolle spielt, aber wir haben das Selbstbewusstsein und wir werden versuchen, natürlich auch die Champions League zu gewinnen dementsprechend. Thank you. Just in the middle. Vinny, your manager has talked about winning this tournament. You have to win this competition to be considered a truly big club. Do you share that sentiment that you have to conquer Europe to be considered a truly elite club? Because there's many clubs that obviously haven't done that. Yes, of course, it's inevitable, but it's one thing, obviously, for us to make that statement, but to go out and do it, and in previous years we've felt how difficult it was. It's a different thing. I think we're trying to break into a well-established order: Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid, and any team that's tried this over the last 10 years has failed. So for us now, it's. You know, it's competing with, first of all, Basel tomorrow, and hopefully getting to the stage where we can measure ourselves to these teams and, you know, feel like we can beat them.
Gut, also die Frage war jetzt einmal zum Gewinn der Champions League, ob das eine Möglichkeit ist und würde das dann den Club auch zu einem wirklich großen Verein dann machen, wenn man die Champions League gewinnen würde? Wie denkst du darüber? Die Antwort daraufhin, ja, natürlich, das ist unvermeidlich. Ja? Wer ein großer Club sein möchte, der muss auch die Champions League gewinnen. Und natürlich, wenn wir versuchen, ein Statement abzugeben, haben wir auch schon abgegeben. Wir müssen einfach auf uns achten, unsere Sache machen, unsere Sache tun. Wir haben Schwierigkeiten und es war eine große Herausforderung für uns auch in der Vergangenheit. Aber es war auch, wenn man sich jetzt die Vereine anguckt, die in der Champions League ganz weit gekommen sind in den letzten Jahren, wie Barcelona, Real und Bayern München auch und so weiter und so fort. Da gibt es auch immer wieder zwischendrin Unterbrechungen, in Anführungszeichen, was den Erfolg dann auch angeht. Und wir müssen uns jetzt zunächst erstmal auf Basel konzentrieren. Das ist das Wichtigste, das als allererstes. Und dann werden wir weitersehen, wer uns dann ja, in der nächsten Runde eventuell dann vielleicht dann ausgelost wird. Vinny, you're 16 points clear in the league, obviously through to the Champions League knockout stages and going well in the FA Cup, League Cup final in a couple of weeks. Is there any talk at all within the dressing room about the idea that you could win all four? Do you guys talk about that in any sense? No, not at all. I can honestly say the key thing what I've noticed in this team, which, you know, I cannot say whether this is going to give us all the trophies or how far this will get us, but so far it's the ability to switch back on for every single game, that motivation and that respect for the opponent, as I said, in the fact that we will prepare correctly and we will do the right things to be 100% when we have to play. That's one thing I haven't experienced personally yet in any of the teams I've been in before. So talk of quadruple, none, but winning next game and next game and next game and that belief, always. Okay, last couple for Vinny. Also, die Frage ganz kurz nochmal. Also, Sie haben 16 Punkte Vorsprung in der Liga. In der Champions League sieht es gut aus. Im League Cup Final sind Sie. Sie können durchaus 4 Titel gewinnen. Was haben Sie darüber schon mal gesprochen, in der Umkleide auch, dass man alle 4 Titel gewinnen kann? Die Antwort daraufhin, also nein, wir haben uns da nicht drüber unterhalten, keine Gedanken darüber gemacht. Wichtig ist einfach, dass wir den Schlüssel im Team haben. Der Faktor oder der wichtige Faktor ist einfach, dass wir jedes Spiel neu angehen, uns neu konzentrieren vor jedem Spiel, auch Respekt haben vor unseren Gegnern, das ist das Wichtigste. Und dann werden wir auch, davon bin ich überzeugt, das Richtige tun. Ich habe meine Erfahrungen auch gesammelt und in der Vergangenheit und natürlich, es ist schwierig, 4 Titel zu gewinnen. Wir wollen uns erstmal auf das nächste Spiel konzentrieren, das gewinnen und dann können wir schauen, was es danach gibt. Okay, you're off, Vinny, just here. Thanks. How would you compare this current team to the other teams that you've played in, Vincent, please? We'll have to compare at the end of the season and then at the end of next season. I would like to believe that we are going to win the Premier League, and I would like to believe that this team is going to be successful. But then, my personal feeling is, you know, who's going to hopefully be even more motivated to win even more the next year? That would make a big difference in how I judge this team and any of the previous teams. But as I said, so far, from game to game, I've never experienced a level of focus and intensity and motivation throughout the team, and I can speak for that already, but in terms of achievements, nothing yet. Gut, die Frage jetzt, ja, wenn Sie das Team von Manchester City jetzt mit den Teams vergleichen, bei denen Sie zuvor gespielt haben, was könnte man da dazu sagen, zu diesem Vergleich, die Antwort daraufhin? Gut, also wir müssen einfach auch mal sehen, wir müssen immer zum Ende der Saison dann auch kommen und auf die nächste Saison dann auch mal schauen. Ich hoffe natürlich, dass wir die Premier League gewinnen werden und alles Weitere. Wir werden natürlich hoffen, dass wir erfolgreich sind, werden das sehen. Wir sind alle motiviert und ja, wichtig ist einfach auch, das, was ich jetzt hier festgestellt habe in meinem Team oder in unserem Team hier einfach auch, dass dieser Fokus, der jedes Mal gezeigt wird, die Intensität und auch die Motivation innerhalb der Mannschaft und das vor jedem Spiel, während jedem Spiel, nach jedem Spiel, ist einfach fantastisch und ja, Erfolge haben wir noch keine nachzuweisen, aber das werden wir dann sehen. Okay, we take some questions for Pep Guardiola now, please.